Großbritannien gegen Dänemark und damit herzlich willkommen zum ersten Spiel an diesem Dienstag. Ein weiterer Tag der Eishockey-Weltmeisterschaft und langsam, aber sicher gehen wir in die zweite Hälfte dieser WM. Die meisten Mannschaften mit drei Spielen bereits, außer eben Großbritannien und Dänemark und auch die Schweden und die Schweizer Nationalmannschaft, die holen heute ihre dritte Partie. Aber noch ist es nicht so weit. Jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf die Tabelle und sehen Russland mit drei Spielen und drei Siegen, allerdings nicht voller Punkteausbeute, auf Rang 1 vor der Slowakei, Schweden und Tschechien. Die Schweiz auf Rang 5, dahinter Dänemark, dann Weißrussland und Großbritannien, die hier richtig gut aus der Kabine kommen. 1:0 für die britische Mannschaft. Der erst zweite Treffer bei dieser Weltmeisterschaft. Und Großbritannien mit dem 1:0 gegen Dänemark. Klasse gespielt, gut abgezogen. Und Freddy Andersen, der da machtlos war. Und das nach dem 1:8 und dem 0:3 in den ersten Partien. Ja, für Dänemark, da gab es ein 1:3 gegen die Schweiz und ein 1:5 gegen Schweden. Man steht also, wir haben es gerade gesehen, zusammen mit Weißrussland und Großbritannien bislang ohne Punkte. Und das soll sich heute für die Dänen eigentlich ändern, denn heute endet diese Punktlosigkeit für einer der beiden Mannschaften. Und es ist Nikola Ehlers, der das Ding da ordentlich in die Maschen pfeffert und Dänemark wieder zurückschickt. Und damit steht es 1:1. Hier geht's Schlag auf Schlag. Und die Edmonton Oilers, apropos Nikola Ehlers, Winnipeg Jets, in der Nacht zum Dienstag aus den Playoffs ausgeschieden. In der dritten Overtime erzielten die Winnipeg Jets das alles entscheidende Tor. Und das, damit das 4:3 und den 4:0 in der Serie. Und dort wartet man jetzt auf seinen nächsten Gegner. Entweder Toronto oder die Montreal Canadiens. So sieht's aus. Gibt ja eben diesen einen Slot aus Kanada. Diese vier Mannschaften, die da entsprechend aufeinandertreffen. Ansonsten die restlichen Teams allesamt aus den USA. Wachowicz, das ist Gray, gut gemacht, aber ja, jetzt Freddy Andersen mit dem entsprechenden Gegendruck. Aber so langsam aber sicher kommt es drauf an, kriegt man noch die Punkte. Man hat jetzt aktuell 6 Punkte Rückstand auf Rang 4 und das bedeutet, ja, so langsam aber sicher sollte man mal punkten, wenn man dieses dänische Team anschaut. Morgen gibt es dann die Partie gegen Russland. Am Freitag spielt man gegen Weißrussland. Am Samstag gegen die Slowakei. Und dann hat man noch die Partie gegen Tschechien. Also es wird definitiv nicht einfacher. Und ja, für die Dänen wird es dieses Jahr sehr schwer werden, glaube ich, ins Viertelfinale zu kommen. Für die Briten ohnehin das Ziel, die Klasse zu halten. Auch wenn es im reellen Eishockey bei dieser Weltmeisterschaft keinen sportlichen Absteiger geben wird, aufgrund dessen, dass die unteren Divisions die Weltmeisterschaften entsprechend alle abgesagt worden sind. Das ist Cleave, guter Zweikampf. Blichfeld, Nielsen, Mikkel Böttger, Blichfeld kommt nicht zum Abschluss. Ansonsten hätte das durchaus eine gute Möglichkeit werden können. Wieder auf Blichfeld. Dänemark, ja, nach diesem Schockmoment, nach dem 0:1, jetzt wesentlich besser in dieser Partie. Jetzt kann man wesentlich geordneter aufspielen. Rutke ist und dann der gute Pass rüber auf Batteridge. Und der fasst sich ein Herz, aber am Tor vorbei. Und da ist Brugiser, der Mann von den Grizzlies Wolfsburg. Kam ja vom KIV. Vizemeister in der deutschen Eishockey-Liga gegen die Eisbären Berlin, hat es dann im dritten Spiel am Ende nicht sein sollen. Und ansonsten ist das hier ja wirklich eine sehr ausgeglichene Partie. Duggan und erneut Freddy Andersen.
Ja, die Briten bei dieser wirklichen Weltmeisterschaft bislang, muss man sagen, eigentlich sehr erfolgreich. Man hat gut gekämpft. Es hat zwar nicht für Punkte gereicht, ein deutliches 1:7, aber gegen die Slowaken war es am Ende nur ein 1:2. Und das macht Mut. Das macht Mut für heute, für diese Partie gegen die dänische Mannschaft. Die Briten, das Team von Peter Russell, dem ehemaligen Trainer des IHC Freiburg in der deutschen Eishockey-Liga 2. Da ist Lars Eller mit der nächsten Möglichkeit und Bjorkstrand, der Nutznießer, noch vor der Pause die 2:1-Führung für die Dänen. Und ich habe es ja gesagt, es ist unglaublich spannend. Und Dänemark hier nochmal guter Vorstoß, dann liegt die Scheibe frei und Bjorkstrand der Erste, der das registriert, der das verzeichnen kann und dann ja, die Scheibe unhaltbar und dementsprechend auch der Treffer zum 2:1. Ist auf Bjorkstrand, da ist Ella. Dänen sind dann noch nicht zufrieden, wollen natürlich jetzt noch rein draufsetzen. Das macht sie mit Lars Ella. Und da will man in die richtige Richtung, da will man überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, wer hier am Ende als Sieger vom Eis gehen soll. Und ja, für die Briten ist es natürlich richtig bitter, gerade auch nach diesem wunderbaren Start. Und dann hat es aber nicht sollen sein. Und jetzt fängt man sich hier ein ums andere Tor. Und das ist natürlich enorm bitter. Der absolute Wahnsinn. So, und damit geht's mit dem 3:1, mit der Führung in die erste Drittelpause. Gutes Spiel hier von der dänischen Mannschaft. So, 40 Minuten also noch zu gehen. In diesem ersten Durchgang. Dänemark 8 Schüsse, Großbritannien 6. In der Offensive gibt man sich nicht viel allerdings. Und das ist eben das Entscheidende. Die Dänen mit 3 Treffern gegenüber der britischen Mannschaft. Rein mit dem Mittelabschnitt. Großbritannien sollte jetzt versuchen, wieder etwas Fuß zu fassen, wieder einen guten Start hinzulegen, wie auch im ersten Durchgang. Ja, schön die Scheibe erobert. Lee, der hat jetzt eine Menge Raum, viel, viel Platz, aber Lauritzen clever gelöst vom dänischen Verteidiger. Und Lars Eller jetzt in die andere Seite, wieder Bjorkstrand gegen Gospel. Lee mit der nächsten Chance, Brugisa. Und dann wird die Scheibe wieder herausbefördert. Und Lichfeld über Böttger für Dänemark. Ja, die dänische Mannschaft spielt das bislang sehr, sehr clever. Und es gab ja bislang auch nur 2 Begegnungen bislang zwischen der britischen Mannschaft und dem dänischen Team. 2-mal gewann das dänische Team und ein Torverhältnis von 3:14 aus Sicht der Briten spricht hier natürlich Bände. Und heute sieht es wieder so aus, als würde auch in diesem dritten Aufeinandertreffen am Ende das dänische Team erneut die Nase vorn haben. Aber noch ist nichts vorbei. Batteridge. Noch ist alles möglich.
Hälfte der Partie vorbei. Oh, gute Gelegenheit für die Briten. Und wenn man hier wieder rankommt, wenn man diesen Abstand verkürzen könnte auf 2:3, dann ist, glaube ich, wieder alles möglich. Russell, nächste Chance für die Dänen. Und auch die scheitern durch die Ungenauigkeit in der Offensive. Myers, wieder Freddy Andersen. Ja, die deutsche Mannschaft hat heute spielfrei. In der Gruppe B kommt es heute zu den Duellen. USA gegen Kasachstan und Finnland im skandinavischen Duell gegen Norwegen. Morgen dann am 26. Mai die Partie Kasachstan gegen Deutschland. Und dann hat die deutsche Mannschaft 3 Tage frei. Und dann am 29. geht es langsam in den Endspurt gegen Finnland, am 31. gegen die USA und am 1.6. gegen Lettland im letzten Vorrundenspiel. Und in der wirklichen Weltmeisterschaft, ja, da kann man nach 3 Spielen und 3 Siegen wirklich enorm zufrieden sein. Die Kanadier stehen am Abgrund. 2:10 Tore, 3 Spiele, 0 Siege. Da wird es sehr schwer für eine Qualifikation, für ein Viertelfinale. Ich bin sehr gespannt, wie sich diese Weltmeisterschaft für die Kanadier weiterentwickeln wird. Hier sind es die letzten 4 Minuten. Duggan kann sich durchsetzen, spielt quer. Und dann ist es Knight, der die Scheibe nur knapp am Kasten von Freddy Andersen vorbeilegen kann. O'Brien. Batch. Boah, nicht ungefährlich. Scheibe gut abgefälscht vom Tor, aber wieder einmal mehr aufmerksam von Frederik Andersen. Böttger, 4:1. Und da kommen sie nochmal. Die Dänen, 1:07 vor Ende des Mittelabschnitts. Dann ist da nochmal eine gute Gelegenheit. Und die nutzt man natürlich entsprechend. Und jetzt wird's ganz bitter für das britische Team. Jetzt muss man irgendwie aus dieser Misere raus. Zu 4 aus Sicht des britischen Teams und es wird schon wieder brenzlig vor Crosby. Also das wird wohl ein ungefährdeter Sieg für die dänische Mannschaft. Nochmal Briten, aber nein, es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein bis hierhin. Noch 20 Minuten in dieser ersten Partie bei dieser Weltmeisterschaft heute. Ich freue mich schon wieder auf die Partie mit den US-Amerikanern. Die gefallen mir sehr gut bislang. Konnten sich ja auch auf den 4. Rang vorschieben, nachdem man zu Beginn gegen Finnland unterlegen ist. Dann hat man gut zurückgekämpft, sich gegen die kanadische Mannschaft. Das heißt also, Kanada und Finnland wäre abgehakt und für ja, die US-Amerikaner bleibt ein Restprogramm. Deutschland, Kasachstan, Lettland und Norwegen. Das heißt also, im Normalfall sollte es da doch noch einige Punkte geben für die Stars and Stripes. Und die nächste Chance hier wieder von Oliver Bjorkstrand, der heute eine gute Partie zeigt. Und für ordentlich Pressure sorgt vom Kasten von Gospel. Viertelstunde noch zu spielen im Schlussabschnitt. Larsen, Lauritzen versuchen es da auch mal auf eigene Faust, aber ja, bislang der britische Torhüter zur Stelle, aber da muss er auf den Boden runter, hat sowieso schon sie ganz breit machen müssen und der Rebound, der war da einfach
nicht zu stoppen. Keine Chance. Und Lars Eller mit dem 5:1. Und damit ist der Deckel drauf. Hier zu sehen, Gospel, der ist machtlos. Der kann da überhaupt nichts machen. Und das ist... ja, der Wechsel. Wieder einmal der britischen Mannschaft. Gospel geht. Und Bounce kommt für ihn zwischen die Pfosten. Das ist... ja, nicht einfach. Das tut natürlich immer weh. Und weiter geht's. Die Dänen können damit ja das Torverhältnis deutlich aufbessern in der Gruppe A. Aktuell 2:8. Mittlerweile 7:9 das Torverhältnis der dänischen Mannschaft. Und man könnte mit dem Sieg erstmal gleichziehen mit den Schweizern, die heute ebenfalls noch ihr Spiel absolvieren. Und zwar gegen die schwedische Mannschaft. Das wird nicht leicht. Schweden will auch im dritten Spiel den dritten Sieg einfahren. Hier virtuell. Oh, Nielsen 6:1. Jetzt wird es sehr, sehr deutlich. Das ist dann doch ja eine wirklich deutliche Geschichte. Und Großbritannien geht erneut leider richtig unter. Und nochmal Nielsen, Böttger. Die britische Abwehr zerfällt in ihre Einzelteile. Und Nielsen. Aber unterm Strich, der Sieg für die dänische Mannschaft geht absolut in Ordnung. Batch auf Cleave. Rutkus. Batteridge. Nächste Möglichkeit, zumindest hier vielleicht noch einen weiteren Treffer zu erzielen für die britische Mannschaft. Cleave of Myers. Aber die dänische Verteidigung möchte hier erstmal nichts weiter zulassen. Und das ist hervorragend. Scheibe wieder raus. Jensen Abo. Dann wieder Dänemark über Brugisak. Wer gelegt? Gute Schussmöglichkeit hier von Russell. Aber Bounce, der hält da stand. Und er macht einen guten Job im Kasten von Großbritannien. Man muss aber dran arbeiten. Man muss sich irgendwie versuchen zu steigern. Man braucht Punkte bei dieser Weltmeisterschaft. Dänemark also jetzt auch mit den ersten drei Punkten. Das heißt, nur die Weißrussen und Großbritannien bislang in dieser Gruppe A ohne Punkte. Und einen Punkt, den braucht man. Und das könnte sein, und das habe ich vor dieser Weltmeisterschaft gesagt, dass es möglicherweise das direkte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sein wird. Und das ist nämlich direkt morgen am 26.05. dann auch hier auf dem Channel. Das könnte eine kleine Vorentscheidung sein um den Klassenerhalt in dieser Gruppe A. Letzte Minute läuft, Überzahl für die Briten. Und weiterer Treffer, das wäre ganz wichtig. Das wäre für Selbstvertrauen auch eine wichtige Nummer. Mal drauf schauen auf die Weltmeisterschaft 2020 auf meinem Kanal. Auch da war man in der Gruppe A, hatte am Ende einen Punkt und ein Torverhältnis von 2:33. Man erzielte jeweils einen Treffer gegen die Slowakei und einen gegen die dänische Mannschaft. Rutkus. Auf Richardson, er probiert es nochmal, aber auch hier wird er am Abschluss gehindert.
Scheibe geht wieder nach draußen. Die letzten 20 Sekunden laufen. Großbritannien verliert auch dieses Spiel. Und es bleibt weiterhin spannend. Gratulation an Dänemark, die sich hier wichtige 3 Punkte holen. Daumen nach oben würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ich sage danke fürs Reinschauen. In 1 Stunde, 2 Stunden um 14 Uhr geht es dann weiter mit der Partie. USA gegen Kasachstan um 16 Uhr, Schweiz gegen Schweden und um 18 Uhr Finnland gegen Norwegen. Bis dahin, euer Bloody LP.